Hallo Weeks, was geht ab? Ich besitze seit neuestem neuen Taschenrechner und dies teile ich hiermit mit euch mit. Deutsch? Los geht's. Jutsu der Beschwörung. So, hier ist es. Ich muss sagen, die neue Apple-Verpackung sieht komisch aus. Das neue Apple-Logo ist auch, ich weiß nicht, also das alte habe ich mehr gemocht. Dieses Apfel, es war irgendwie besser. Jetzt sind das irgendwelche Batterien, weiß ich nicht, ist nicht so krass. Angekommen ist es aus der Tschechrepublik. Ich habe Angst, was drin ist, aber los geht's. Bevor ich es aber öffne, muss eine Gottesanbetungsstäbchen-Scheiße angezündet werden, damit das Ganze auch richtig verläuft. Hier ist insgesamt ein bisschen Weed drin, aber das weiß ja niemand. Weiter geht's. Oh, mein Bauch knurrte. Da, wo ist denn hier eigentlich die Öffnung? Hier ist das neue Apple-Logo, wie man sehen kann. Es ist irgendwie festgestaubt davor. Heiliger Jude. So, hier ist das Ganze. Hier ist die richtige Verpackung. Und ich werde ein bisschen Licht anschalten, damit man was sieht. Los geht's. So, ein bisschen Real Talk an der Stelle. Das ist das Apple iPhone 12 Pro Max. Also das Beste, das Größte. Zumindest was Prozessorleistung angeht, gerade auf dem Markt, das schnellste Handy. Ich habe das Ganze in Schwarz bestellt, aber das ist nicht so schwarz wie auf der Verpackung. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen heller sein. Mal sehen. Jetzt kommt der heilige Moment, den jeder mag. Satisfying as fuck. Okay, ist nicht so satisfying wie bei alten Verpackungen, aber ja, schon ein bisschen satisfying. Okay. Oh, das geht schon ein bisschen auf hier. Das wackelt schon. Lul. Okay. Ich glaube, das ist genauso groß wie auf der Verpackung. Hier ist mein iPhone 7 Plus zum Vergleich. Und jetzt öffnen wir das Ganze. Da. Heilige Scheiße. Okay, die Kamera, Junge, what the fuck? Ja. Das ist mein neuer Staubsauger, Leute. Das ist mein neuer Taschenrechner. Alter. Die Farbe übrigens, wie man erkennen kann, also beispielsweise, uiuiui. Hier ist schwarz, hier ist richtig gutes Schwarz jetzt, ne? Und das ist so ein bisschen gräuliches Schwarz. Aber dafür ist es auch Stahl und das ist Aluminium. Ja, so sieht der Bildschirm aus. Den kann man anschalten, ausmachen. Also so sieht der moderne Bildschirm aus. Ja, ziehen wir das Ganze mal auch ab. Satisfying. Omae wa mou shindeiru. Nani? Oh shit. Ah, ich habe mich verbrannt. Nein. Ah, es geht alles schief. Ja. Junge, ich weiß nicht, wie das in der Cam aussieht. Sekunde, ich... Oh. Zum Vergleich hier wieder iPhone 7 Plus. Also Größenunterschied ist nicht wirklich da, aber beim iPhone 7 Plus ist der Bildschirm so groß und bei dem ist der Bildschirm komplett groß wie das Handy. Ja, ich schalte es mal ein, ich hoffe es funktioniert. Oh, die Knöpfe, Alter! Die Knöpfe sind neu, die sind nämlich komplett fast Touch, also man knöpft fast gar nicht mehr. Bei dem alten, bei dem iPhone 7 Plus beispielsweise, muss man schon richtig drücken und man spürt auch den Druck. Hello,
Wow, Junge, ich bin so glücklich gerade, Alter. Also so hochswipen, okay. Ja gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.